Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails, wo mich viele gefunden haben. Apple Blossom ist hier, die kommt hier, die kann hier kaum noch was sehen, das arme kleine Ponylein. So, Silverglade Champi. Und wir sind in welcher Gruppe unterwegs? Jetzt muss ich erstmal selber schauen. Es ist Championatsgruppe 2 geworden. Ich reite gerade das Championat am 25. Juni um 17 Uhr. Total süßes Outfit hier neben mir, die Rebecca Farbrook, finde ich. Das mit dem Gelb, das sieht auf dem Araber total toll aus, finde ich. Gefällt mir gut. So, aber das hier ist auch total schön. Von der Anne Lake Tiger mit dem Blau-Weiß. Finde ich auch toll. Vor allen Dingen auf dem englischen Vollblutfuchs. Mega schick. Jetzt muss ich erstmal was schauen. Ist der Pullover Jumpy tauglich? Leider nicht ganz. Der blaue Segelpullover hat nur 6 auf Reiten anstatt 8 auf Reiten. Das ist natürlich schade, weil den finde ich optisch das Aussehen richtig cool. Also das ist das Outfit. So, dann wollen wir noch mal schauen. Beim letzten Mal habe ich da ein, bin ich da sehr, sehr komisch geritten. Da bin ich einfach auf dem Heuballen hängen geblieben. Ah ja, genau. Hier hätte ich rechts abkürzen können. Und hier hätte ich, oh, hier hätte ich sehr, sehr viel abkürzen können. Jetzt sehe ich es überhaupt erst. Oh, gerade noch so die Fahne mitgenommen. Oh mein Gott, was für ein Glück. Was reite ich denn hier zusammen? Also das Champi ist definitiv ein absoluter Fail. Jetzt auch noch hängen geblieben hier. Also das ist ja absolut, boah, das kann man komplett knicken. Naja, es muss auch mal blöd laufen, ne? Die letzten Champis, nein, nein, die letzten Champis sind alle so gut gelaufen. Da war es an der Zeit, dass es nochmal komplett in die Hose geht. Oh, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, damit ich irgendwie das Geld zusammenbekomme für die ganzen Sachen jetzt hier vom vom Dings, vom, ne, vom Viertel vor Zwölften. Vom Midsommar-Event. Aber so wird das nix. Das war ja eine komplett miserable Vorstellung. Naja. Naja, wie gesagt. Die letzten waren einfach immer relativ gut. Und ohne große Fails, jetzt muss es irgendwie scheinbar nochmal komplett daneben gehen. Aber jetzt habe ich gerade eben nochmal gesehen, wo ich noch deutlich mehr abkürzen kann im Vergleich zu früher. Das muss ich nur beim nächsten Mal bitte im Kopf behalten. Ja, morgen ist dann das Championat. Ich nehme jetzt gerade, das ist ein Freitag, wo ich aufnehme. Dann ist das Champi morgen um 18 Uhr. Ich muss mal gucken, wann das Silverglade Champi morgen immer ist. Ich muss jetzt generell mal wieder mehr Champis mitreiten, auf jeden Fall. So, ich weiß es gar nicht, ob man jetzt hier besser vorbeireitet. Aber guck doch mal da, es ist tatsächlich noch der vierte Platz geworden. Wie ärgerlich, dass ich da am Anfang so hart gefailt habe. Dann hätte es bestimmt noch mit einer Schleife geklappt. Aber naja, ihr kennt es, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Ausgabe Wins and Fails. Tschüss!